Von Räumungsverkauf war heute beim Schlemmerabend in der Bad Honnefer City gewiss keine Rede. Zwar blieb auch die Badestadt tagsüber zeitweise nicht vom Regen verschont, aber wenn es darauf ankommt, dann stimmt das Wetter vor und hinter den Bergen. So war es beim ersten Schlemmerabend der Saison 2023. Hier ist Gott sei Dank wieder. Ist doch schön, dass der Corona-Zeit, dass endlich mal wieder was los ist. Und keine Masken, kein Nix. Ist doch mal richtig toll und richtig kunterbunt heute. Die Schlemmermeile war gut gefüllt, die Anbieter hatten nur das Beste aufgefahren, die Bad Honnefer waren einfach nur glücklich. Ja, wunderbar, tolles Wetter, kann ja nur noch besser werden. Ja, genau, endlich wieder geht es los, insofern wunderbar, dass es das immer noch gibt. Ich finde überraschend viel, dass viel los ist. Mir gefällt es sehr gut. Wir haben Glück mit dem Wetter. Vor der nächsten Hilfstour an die ukrainische Grenze schöpften auch die unermüdlichen Helfer von Helpforce Bad Honnef noch einmal Kraft. Helpforce Honnef, meine Frau, mein Name ist Wolfgang Heuchel. Ich bin der Vorsitzende des neu gegründeten Vereins Helpforce Honnef. Und wir haben heute gesammelt, wir sammeln morgen wieder in der Kasch. Und ich werde am Sonntag losfahren in die Slowakei, erst nach Bratislava, dann nach Košice in der Ostslowakei, anschließend nach Michalovce, das ist 20 Kilometer von der slowakisch-ukrainischen Grenze. Wir übergeben dort dann, oder ich übergebe dort dann die Spenden an die lokale Caritas und ein Blue Dot, das ist eine Organisation der UNICEF, und an einen Arzt von einem ukrainischen Krankenhaus. Was ist der Plan? Medizinische Artikel, Hygieneartikel, Lebensmittel. Ja, das ist so. Kleider nehmen wir diesmal nicht mit, aber das ist so der Umfang der Spendensammlung, die wir übergeben werden. Kreativität und Action war vor dem Alision angesagt. Ja, wir frickeln hier. Was macht ihr hier? Frickeln heißt das hier. Also wir müssen das ausstechen, damit, also nehmen wir ganz viel Stichen, damit das ausgelöst werden kann von hier dem Rahmen sozusagen. Und jetzt muss es angemalt werden. Wie auch immer. Ihre neuesten Aktivitäten präsentierten Bad Honnefer Medienschaffende vor dem Informations- und Kulturzentrum. Alle, schöne Hand auf Hand. Jetzt müsst ihr euch was noch denn, was machen. Ist. Oh, das ist die neue Bad Honnefer Zeitung, lieber Rainer. Und kostet die was? Nein, die ist kostenlos und ehrenamtlich. Die wird herausgegeben von einem Verein zur Erhaltung lokaler Medien und Kultur und ist ein Ehrenamtsprojekt und ist komplett kostenlos überall im Honnefer Stadtgebiet, ganz wichtig, auch in Egilienberg zu erhalten. Sicher ist, der nächste Schlemmerabend kommt, und zwar am 26. Mai. Und ziemlich sicher ist, vor schlechtem Wetter muss sich auch dann niemand fürchten. Der Termin kann also bereits notiert werden. Weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon.